Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Global News bei Shokibanoki New Television. Ich bin gerade momentan im Auto, aber habe die Nachricht gekriegt, dass Daniel an einem besonderen Ort ist, irgendwo in der Welt. Und den werde ich jetzt anrufen. Bin extra runtergefahren von der Autobahn, um das machen zu können. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Nun wähle ich auch schon die Nummer vom Daniel und mal schauen, was er mir zu erzählen hat. Ich glaube, er ist in der Türkei unterwegs immer noch. Ja, mal gucken, was er da für einen Ort hat. Weiß ich auch nicht. Es klingelt hoffentlich gleich. Und? Ah, es klingelt, das ist gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es klingelt. Ja, hallo Sashi. Hallo Daniel! Mensch, Daniel, du bist doch immer noch in der Türkei oder sowas, ne? Ich bin immer noch in der Türkei, die wollen mich ja quasi gar nicht weglassen, ja? Echt? Hier ist es aber richtig fett, ey. Ich sag dir, wir entdecken Tag für Tag neue Sachen. Jetzt sind wir hier bei Chester Boom. Ich muss hier gerade mal meinen Freund begrüßen. Das ist hier mein Freund. You are welcome, Daniel. Okay, thank you, Kadir. Das ist ja, fast ein Freund, wollen wir mal sagen. Er hat uns jetzt hier eingeladen. Wir sind im absoluten Innencafé von Antakya. Das ist Chester Boom. Chester Boom ist sozusagen, ja, das, die ganzen Hipster und die ganzen Jungs, die was auf sich zählen und Mädels, die kommen hierher. Man sieht es auch, die Leute sind richtig gut drauf. Es ist sehr modern und ja, auch von der Einrichtung. Ich kann mal kurz mich drehen. Warte, ich drehe mal am besten das ganze Kamerazeug. Jetzt sieht man, glaube ich, hier zum Beispiel, hier ist eine Couch als Tasse gemacht, zum einen, ja, die haben hier auch, die Einrichtung ist hier obercool. Ich gehe jetzt mal weg und drehe dich mal so ein bisschen rum. Also ich habe hier zum Beispiel eine Chesterfield Couch, die ist gefühlt 12 Meter lang. 12 Meter? Und ja, so circa steht die an der Wand. Und wenn man hier rausguckt aus dem Fenster, dann sieht man hier, ein wunderschönes Panoramabild auf den Fluss, der nebenbei so fließt von Antakya. Jetzt gehen wir nochmal, Kadir, jetzt gehen wir nochmal raus. Also ich bin jetzt hier drin gewesen, innen drin alles eingerichtet, so sagen wir mal, ja, eine Mischung aus Chevy Chic und Landhausstil, obercool gemacht, alles so ein bisschen auf Antakyanisch. Man sieht Mosaiken an der Wand, ja, wie das eigentlich hier in den Museen immer läuft. Dann kann man rausgehen im Außenbereich, der ist überdacht. Was gibt denn die Speisekarte wieder? Was gibt denn die Speisekarte wieder in dem Lokal? Also hier kriegt man echt alles vom Käsesteak bis zum Schokoladensoufflé. Hier gibt es wirklich alles. Okay. Und ja, es ist einfach nur genial gemacht. Und das Tollste hier an dem Ding ist, die haben eigentlich keine Klimaanlage. Man sitzt dadurch, dass es so hoch ist, ist relativ hoch angesiedelt, man sitzt immer in so einem relativ kühlen Luftzug. Das ist richtig genial. Der erste Platz für mich in Antakya ohne Klimaanlage, an dem ich nicht Blut und Wasser schwitze, weil hier unten, vielleicht sieht man es jetzt auch, ist ein bisschen Tauwetter für Kräftige. Ich nehm hier täglich ein Kilo ab, obwohl ich esse wie ein Weltmeister. Du doch nicht. Einfach die Flüssigkeit, die ich. Ja, naja. Kennst das ja, ne? Nee, ich kenn das gar nicht mehr. Ja, und dann. Nee, ich hab gesehen, du bist hier richtig, du stehst gut im Lack. Ja. Warte mal, wenn ich wieder hochkomme, muss ich mir das mal genauer betrachten. Ja. Vielleicht ja, beteilige ich mich mal dann an deinen sportlichen Aktionen. Ja. Und das heißt, du bist jetzt dort in diesem Lokal. Wie heißt das nochmal, das Lokal? Das habe ich gar nicht in der Schirmnummer gehabt. Das Lokal heißt Chester Boom. Chester also wer mal nach Antakya kommt, Chester Boom, B-O-O-M, wenn man nach Antakya kommt, sollte hier gewesen sein, weil frisch gepresste Säfte, Eis in allen Varianten, auch deftige Sachen. Es ist hier, die Jungs, könnt mal alle winken, ich zeig mal eben rum. Ja, die sind hier so super nett, ja. Und wenn es einen Wunsch gibt, den die jetzt nicht auf Anhieb erfüllen können, dann schicken die halt irgendeinen Laufburschen und dann hast du es 10 Minuten später. Also hier bleibt kein Wunsch unerfüllt, kann man ruhig also so sagen. Also
Ich bin wirklich gespannt auf die Bilder, weil das hört sich alles sehr westlich an, wie du es erzählst. Und das erwartet man ja an der syrischen Grenze, ist das ja, ne? Richtig? Ist das richtig, dass du sagst? Ja, das ist so 25 Kilometer von der syrischen Grenze weg. Genau. Erwartet man ja gar nicht so in der Art, wie du es beschreibst. Also ich bin echt gespannt auf die Bilder und ich finde es cool, dass wir ein Global News aus dem Laden gemacht haben. Alles nur, damit du Essen und Trinken umsonst kriegst. Das hast du mich ertappt. Der Kadi hat, ich habe ihm das vorhin so ein bisschen erzählt, was wir schon alles für Aufnahmen hier gemacht haben in Antakya. Er hat gesagt, kannst du nicht was von dem Laden hier machen? Dann könnt ihr bestellen, wie ihr wollt, kostet nichts. Ja, gut, alles klar. Also wenn man irgendwann in Antakya sein sollte, was ja wirklich echt weit entfernt ist, aber wirklich eine coole Ecke scheinbar, dann sollte man ins Chesterton. Ja, da sollte man hin. Und ich setze mich jetzt mal in die begehbare Kaffeetasse und genieße meinen Macchiato, Latte, keine Ahnung was, mit viel Schaum und grüße alle Schoki-Banoki-Fans, grüße natürlich dich und auch den Rest von den Jungs, die weltweit so rumtouren und ja, haut rein, Männer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Durchfressen durch die Speisekarte, alles umsonst. Genau, ich sag mal... Cheerio, Miss Sophie. Genau, cheerio, Mr. Winterbottom. Bis dann. Bye, bye, hau rein.